Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo betreffend der kommenden Änderungen an Flugzeugträgern, wo ihr euch vom 22. bis 29. Juli beim ersten öffentlichen Test dazu registrieren könnt und damit die Möglichkeit habt, eine Enterprise oder eine Musashi zu gewinnen. Die Änderungen an Flugzeugträgern sind wie folgt: eine Unterteilung der Flugzeugmodi in einen Reisemodus und in einen Angriffsmodus. Und was möchte Wargaming damit verändern? Wargaming möchte in erster Linie damit verändern, dass Flugzeugträger, wie es aktuell der Fall ist, einfach während sie Angriffe fliegen, ohne auf ihre Umgebung maßgeblich zu achten, zumindest 90% der im Game befindlichen Flugzeugträger-Spieler, einfach quasi Aktionen, die vorausgeplant worden sind und gut durchdacht von Überwasserschiffen vereiteln. Auf gut Deutsch, man fährt mit einem DD aufgrund der bekannten Schiffsposition des Feindes elegant an ein Cap oder in eine Torpedierposition, nur um dann nach zweiminütiger Anfahrt von einem Flugzeugträger aus purem Zufall, weil er auf einem Umweg ein DD oder einen DD, einen BW raustorpedieren möchte oder den gegnerischen Flugzeugträger angreifen möchte, aufgedeckt wird und danach gejagt. Oder das Schlachtschiff weicht dann noch schön den Torpedos aus, weil weiß jetzt, woher sie kommen und so weiter. Das möchte Wargaming hiermit unterbinden. Die Frage ist natürlich, wie möchte Wargaming das unterbinden? Über die Aufklärung. Und das ist ein Thema, das hatten wir hier auf diesem Kanal. Ich will jetzt nicht sagen, seit Einführung der Flugzeugträger, weil die waren ja quasi von Beginn an mit dabei, aber seit von Beginn an. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Diese Aufklärung auf vor allem höhere Reichweite als Aufdeckungsreichweite der Flugzeuge. Wie ihr wisst, jedes Schiff hat eine unterschiedliche Aufdeckungsreichweite zur Luft und zur See. Das sind diese zwei Werte, die ihr sehen könnt, wenn ihr euch die Stats der Schiffe anschaut. Und die Flugzeuge haben eine eigene Aufdeckungsreichweite. Die Aufdeckungsreichweite aller Flugzeuge, die man steuern kann, ist 10 Kilometer. Das bedeutet, man selbst sieht Flugzeuge erst, wenn das Flugzeug 10 Kilometer in der Nähe ist. Ist okay. Manche Schlachtschiffe haben aber eine Aufdeckungsreichweite zur Luft von über 10 Kilometer. Das bedeutet, das Schiff kann gespottet werden, ohne dass das Flugzeug gespottet wird. Ja, dann wird man jetzt, werden sich manche denken, ja gut, das ist ja nicht so schlimm, weil man kann es ja eher so 5,8 bis 6 Kilometer beschießen, manchmal noch weniger. Deswegen, warum sehr uninteressant, ob ich etwas sehe, was ich dann nicht bekämpfen kann. Ja gut, das ist das nächste Problem, das ist schon klar. Ne? Aber dennoch ist es unangenehm, denn man weiß ja dann gar nicht, wohin man fahren soll, damit man nicht mehr gesehen wird. Das ist auch ein Problem. Naja, Wargaming möchte das jetzt umgehen, indem wir, wie schon vorhin erwähnt, den Reiseflug und den Angriffsflug bekommen. Im Reiseflug, das sind die Vorteile, werden die Flugzeuge die maximale Geschwindigkeit erreichen. Das ist super. Die Nachteile sind natürlich signifikant, denn während sie im Reiseflug sind, haben die Flugzeugträger nur die Informationen, die sie von den Verbündeten über Wasserschiffen bekommen. Das bedeutet, ein DD ist wieder wichtiger und muss scouten. Also man muss für den Flugzeugträger tatsächlich auch die gegnerischen Schiffe aufdecken, damit er beim Start seiner Staffel weiß, wohin die Reise überhaupt geht im Reiseflug. Und im Reiseflug selbst deckt er selbst nichts auf. Das ist relativ interessant. Überwasserschiffe hingegen werden in der Lage sein, die Flugzeuge aufzudecken, wenn sie in Reichweite sind, sie aber nicht wie momentan auf herkömmliche Weise einfach mit oder ohne Sektorpriorisierung zu bekämpfen. Nein, dafür muss defensives Flakfeuer oder ein Abfangjäger ausgerüstet sein, um sie im Reiseflug bekämpfen zu können. Praktisch. Und eine kleine Side-Note hier noch, eine Anmerkung am Rande, wie es im Deutschen heißt. Das wird auch die Spotting-Mechanik für die DDs und für die U-Boote zum Besseren wenden. Denn ihr wisst, die Spotting-Mechanik in World of Warships ist ja folgende. Wenn ein Schiff einmal aufgedeckt worden ist, läuft ein Timer ab. Und das sind dann zwei oder fünf Minuten, bin mir gar nicht mehr sicher. In dieser Zeit ist es nicht möglich, dieses Schiff noch einmal aufzudecken, auch wenn es kurzfristig zugegangen ist. Das bedeutet, ein Flugzeugträger kann zu Beginn einmal die gesamte Karte abfliegen, alle 12 Schiffe einmal aufdecken, jeglicher Schaden, der dann in dieser Zeit und
dann 2-Minuten-Timer oder 5-Minuten-Timer, egal ob sie in der Zwischenzeit zu- oder aufgegangen sind. 2 oder 5, das liegt an mir, ich weiß nicht mehr genau, wie lange er ist. Ich hoffe, er ist 2 Minuten, ich befürchte, er ist 5. Wird dann dem Flugzeugträger zugerechnet als Spotting Damage. Das ist enorm viel. Das ist nämlich eine Zeit, in der ein DD oder ein normales Schiff noch nicht einmal die Möglichkeit hatte, überhaupt ein Gegnerschiff zu spotten. Dementsprechend wird, wenn ein Flugzeugträger im Gefecht ist, ein DD oder ein U-Boot oder ein Kreuzer um seinen Spotting Damage gebracht, der natürlich aktuell keine großen Auswirkungen auf XP und PR und auch Credits hat, aber dennoch einen kleinen Teil dazu beiträgt, auf die, für die Sinnhaftigkeit und den Nutzungszweck der eigenen Klasse. Muss man auch sagen, ne? Das kommt noch dazu. Es wird ja auch noch an einem Verbrauchsmaterial gearbeitet, das so funktionieren soll wie Hydro. Wahrscheinlich wird eine Hydrobombe abgeworfen, die eine bestimmte Menge an Zeit dann im Wasser bleibt und dort für den Flugzeugträger und für die Verbündeten die Schiffe dann anzeigt, die in diesem Bereich sind. Soll aber hoffentlich extrem begrenzt sein. Ist immer noch im Test. Ja, ihr seht, die erste Iteration kommt dann in der vorher angekündigten Zeit im Juli und da wird es noch einige geben wahrscheinlich. Die zweite Variante, da wir ja jetzt zum Ende kommen wollen mit dem Flugzeugträger und auch Schaden machen, das ist der Angriffsflug. Nur im Angriffsflug können gegnerische Flugzeuge aufgedeckt werden. Im Gegensatz dazu kann aber die normale Flugabwehr jedes Überwasserschiffs dann auch die angreifende Staffel bekämpfen. Diese ist dann umso langsamer als im Reiseflug. Das kommt auch noch dazu. Das bedeutet, die Geschwindigkeit wird verringert. Wir können also nunmehr die gegnerischen Flugzeuge schon im Anflug besser bekämpfen, als wie bisher erst, wenn sie abgeworfen haben schon, ja, teilweise. Richtig bitter. Sodass man die Sektorpriorisierung zeitweise sogar lieber hinter das Schiff wirft, wo sie dann abdreht, die Staffel, als dass man im Angriff die reinlegt, weil die wirkt ja. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ne? Zusätzlich dazu wird die Flugabwehr immer stärker, laut Wargaming, je öfter ein Flugzeugträger ein gegnerisches Schiff hintereinander angreift. Das lässt sich natürlich leicht verhindern, indem man sie immer abwechselnd angreift. Das ist sowieso die bessere Variante. Und bei Flugzeugträgern die Ticks, also die Brände oder Flutungen machen sollen, quasi den maximalen Schaden rauszuholen. Und, das sieht man auch, wir möchten eine neue Kontermöglichkeit für Überwasserschiffe. Man kann, gegnerische Flugzeugträger blind machen mit einem neuen Verbrauchsmaterial. Wargaming schafft sich so, und da müssen wir uns einfach gewähr sein, dass das nichts für uns, sondern für Wargaming ist, die Möglichkeit, die Klassen über die Nationen und auch unsere Klassen noch weiter zu diversifizieren, also sie unterschiedlich spielbar machen. Solange es nicht diese tolle Idee ist, wie mit dem Unterwasserüberwachungsradar für U-Boote bei der letzten Klasse zur Cerberus hier, also den Kreuzern des Commonwealth. Naja, das war nicht so effektiv. Die werden gespielt wegen dem Haie-Schaden, also und Bränden. Aber naja, so ist es halt. Proxy-Spotting natürlich nicht. Ne? Das wird immer aktiv sein. Proxy-Spotting ist, dass jedes Schiff, egal ob verdeckt durch ein Hindernis wie eine Insel, auf 2 Kilometer oder Smoke, ne, aufgedeckt wird. Egal. Außer U-Boote natürlich. Entschuldigung. Das ging jetzt leicht mit mir durch. Naja. Wie schon erwähnt, Wargaming möchte, dass es zu folgenden Resultaten führt, die wir schon zu Beginn besprochen haben. Deutlich weniger Aufdecken über Wasserschiffe, bekommen neue Werkzeuge zur Diversifikation. Auf der anderen Seite ist es so, dass Wargaming noch etwas versucht. Wargaming möchte nämlich, oder sie experimentieren mit den Prototypen, dass Flugzeugträger ihre Sekundärartillerie, zumindest die höchstkalibrige, selbst abfeuern können. Solange natürlich kein Flugzeug in der Luft ist. Und das ist super spannend. Das geht dann eher in Richtung Legends oder auf den Konsolen. Kann nämlich die Sekundärartillerie auch gesteuert werden in der Nachladezeit der Hauptartillerie. Es schafft ein bisschen mehr Dynamik, ist hier bei World of Warships auf dem PC vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Die Leute schaffen es gerade noch geradeaus zu fahren und das Schiff zu drehen gleichzeitig. Wenn die dann sekundäre Hauptartillerie und Anti-Air gleichzeitig benutzen müssen, wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig. Das war vielleicht ein bisschen Sarkasmus, ein speisender Spott, aber spricht leider auch ein bisschen der Wahrheit. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ich hoffe auch, wie wir schon mehrmals im Stream auf Twitch unter andere Prime besprochen haben, dass Wargaming nicht die Hybridschiffe vergisst.
Das wäre eine Freude, wenn die dann die besten Spotter im gesamten Spiel wären. Wobei mit anfänglicher Nachladezeit natürlich auch diesem Malus behaftet, dass man warten muss. Was sagt ihr? Wir haben dieses Thema schon einmal besprochen. Wir werden es wahrscheinlich auch im Stream dann noch öfter besprechen. Der Test wird mit Sicherheit aufschlussreif. Wenn ich die Zeit habe, werde ich da mitmachen. Können wir uns das mal anschauen. Ansonsten, versucht es, gewinnt bei der Verlosung. Die Musashi, schönes Schiff, gibt kein vergleichbares auf Stufe 9 mit 64 mm aktuell. Oder aber auch den Flugzeugträger, der dann je nach Überarbeitung gut oder schlecht sein wird. Was sagt ihr dazu? Wir sehen uns dann in den Kommentaren und im nächsten Gefecht oder auf Twitch. Ciao.